Herr Wenzel, Sie kamen aus Schlesien, das schon vor dem Zweiten Weltkrieg ein hochentwickeltes Gebiet war im Vergleich zum Emsland. Wie haben Sie das im Vorwärtsfeld und dann anschließend hier vor Ort empfunden? Als wir damals ins Emsland kamen, kam mir etwas aus der Schulzeit in Erinnerung. In der Zeit der Volksschule gab es ab und zu Filmvorführungen. Das waren Filme, die wohl offensichtlich uns im Unterricht weiterführen sollten, in Geografie wahrscheinlich auch. Unter anderem wurde ein Film gezeigt, das Emsland. Und an diesen Film habe ich mich dann, während mich im Emsland hier akklimatisierte, immer mal wieder erinnert. Dieser Film schilderte das Moor- und Torfstechen, zeigte natürlich auch, wie die Menschen hier arbeiteten und in welchen Verhältnissen sie wohnten. Manche Moorkarte wurde natürlich auch gezeigt. Und das war etwas, was in Erinnerung kam, als wir hier nach der Vertreibung im Emsland ankamen. Wie haben Sie denn dann diese enorme Entwicklung im Emsland empfunden? Ja, da muss ich sagen, ich hatte ja über meine Tätigkeit in der Kommunalpolitik ein klein wenig Gelegenheit, bei meiner Ratstätigkeit zu der Entwicklung beizutragen. Und ich habe das immer mit Freude empfunden, wie das Emsland sich weiterentwickelte. Und ich spreche heute noch sehr oft auch mit anderen Menschen darüber, wie sich heute das Emsland darstellt. Dass wir heute im Emsland eine Arbeitslosigkeit haben, die etwa bei 2% liegt, vor Jahrzehnten undenkbar. Welche Wirtschaft boomt hier? Wie läuft der Verkehr hier? Es ist, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier etwas im Emsland das Gelände sondiere, irgendwo hinfahre, über die Entwicklung, die das Emsland genommen hat und das, wie sich es heute darstellt.